So, liebe Eishockey-Freunde, jetzt machen wir es heute ohne Bimmel-Bimmel. Oder machen wir doch die Tradition, komm, einer klingelt jetzt. Es muss sein. Danke sehr. So, dann darf ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner rechten Donhofer Tobias, Trainer von Buchloe, zu meiner linken Luki Andre, Trainer von uns. Die Presse darf ich begrüßen. Der Münchner Merkur in Vertreter von Eddie Hien ist da. So, ja, Tobias, es war ein Spiel, es war Wahnsinn, es ist rauf und runter gegangen, ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe, Tore ohne Ende. Was sagst du denn zum Spiel? Ja, erst einmal einen schönen guten Abend von mir an alle. Ja gut, also ich glaube, wir sind die ersten 10 Minuten ganz gut ins Spiel gekommen, haben auch wie am Freitag schon zwei relativ schnelle Tore gemacht. Vielleicht hat die Gerätsrieder Mannschaft auch noch ein bisschen den Freitag gefeiert gehabt und dann waren wir vielleicht am Anfang ein bisschen mehr im Spiel drin. Weiß ich nicht. Danach war es ja ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten. Ich fand, wir waren bei 5 gegen 5. Ganz gut im Spiel, dafür war Geretsried bei Überzahl deutlich stärker als wir. Die ganz allerletzte Konsequenz hat, glaube ich, auf beiden Seiten ein bisschen gefehlt, deswegen waren noch ein paar Fehler im Spielaufbau drin und durch so Unkonzentriertheiten sind dann auch auf beiden Seiten die Tore gefallen. Das ist halt dann in so einem Spiel, wo es eigentlich für keinen mehr um wirklich was geht, kann das dann einmal passieren. Tempo war trotzdem drin, ging ganz gut hin und her. Wir sind natürlich froh, dass wir, sage ich mal, fürs Selbstvertrauen noch einen Sieg mitnehmen können. Trotzdem möchte ich auch der Geretsrieder Mannschaft natürlich gratulieren zu einer sehr, sehr guten Hauptrunde und viel Erfolg wünschen für die Zwischenrunde dann noch. Ja, danke Tobias. Gleich nochmal zu dir. Ja, Luki, was sagst du zum Spiel? Ja, erstmal grüß euch miteinander zum Spiel. Ja, uns hat halt einfach in allen Belangen ein paar Prozent gefehlt im Spielaufbau, im körperlichen Spiel. Chancenauswertung, läuferisch waren wir auch nicht bei 100% und trotzdem ist das Spiel war flott, das Spiel ist immer hin und her gegangen, aber trotzdem sind auch viele Fehler auf beiden Seiten auch passiert irgendwo und das liegt halt auch daran, dass bei beiden Mannschaften eigentlich um nichts mehr gegangen ist. Ich kann das verstehen, wir haben am Freitag einen großen Sieg eingefahren in Füssen und die Mannschaft hat auch jetzt über lange Zeit enormen Druck gehabt, auch irgendwo. Wir wollten irgendwann endlich die Verzahnungsrunde schaffen und haben auch kraftraubende Spiele gehabt gegen Höchstadt, Erding, Füssen jetzt auch. Und irgendwo, wir haben das dann am Freitag geschafft und da fällt dann der Druck ab und da waren wir halt einfach nicht bei 100% und ein bisschen gefeiert haben wir auch, das muss man natürlich auch sagen. Und das haben wir halt gesehen und Buchloe war der verdiente Sieger heute. Gratuliere. Danke. Ja, Tobias, ich habe mir das jetzt nochmal erklären lassen. Also ganz egal, wie es kommt jetzt, ihr seid jetzt definitiv in der Abstiegsrunde, in den Playdowns. Was sagst du dazu? Also wie geht es jetzt dir das an? Ja, das ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber wir wussten auch am Anfang, dass das eine sehr ausgeglichene, starke Liga ist und wir sind jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt Gegner aus der Halle schießt, nur auf dem Papier oder nur so. Also wir sind auch, für uns ist jedes Spiel schwer und dieses Jahr haben wir einfach nicht die Konstanz gehabt, die du brauchst, dass du unter die ersten acht kommst. Jetzt müssen wir uns der Runde unten stellen, das wird sehr, sehr schwierige Runde werden. Ich weiß es nicht, wer beim Verband auf die Idee kam, da 5 Landesligisten pro Runde raufzuziehen, aber gut, es ist halt so. Auch da ist das Gleiche wieder, für uns wird es da kein einziges einfaches Spiel geben und wir müssen da bereit sein, jedes Spiel 60 Minuten Vollgas zu gehen und das werden wir aber auch sein und dann schauen wir, dass wir da unter die ersten 3 kommen in der Runde. Gut, also von meiner Seite her oder auch von unserer Seite her auf jeden Fall viel Erfolg.
Dankeschön. Ja, Lucke, irgendwo Wahnsinn, deine erste Saison und der Lucke hat halt, auch wenn er es jetzt nicht geschafft hat, gegen Pegles zweimal zu gewinnen, aber wir haben es geschafft, zum ersten Mal, seit wir in der Bayernliga spielen, dass wir in die Playoffs kommen und ja, wie ist denn dein Feeling so jetzt? Ja, sehr gut. Also es ist vor der Saison, ich habe eine gute Mannschaft zur Verfügung gehabt, das muss ich sagen. Der Verein hat alles gemacht, alles Mögliche und ich habe eine willige Mannschaft, aber trotzdem, es war wirklich schwierig heuer. Die Liga ist so ausgeglichen, der Letzte schlägt den Ersten oder andersrum und jeder schlägt jeden. Die ganze Saison war wirklich... die ganze Liga so nah beieinander und wir haben eine gute Vorrunde gespielt mit 21 Punkten, das war sehr, sehr gut. In der Rückrunde haben wir ein bisschen geschwächelt, vor allem gegen die vermeintlich schwächeren Gegner haben wir uns schwer getan. Dafür haben wir gegen vermeintlich bessere Gegner wieder punkten können und ja, meine Mannschaft, die tut sie gegen bessere Gegner leichter, weil wir das Spiel nicht machen müssen und wir da unser Konterspiel dann ausführen können. Und letztendlich war es ein hartes Stück Arbeit und wir haben eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt gespielt und wir wollen, aber die ist noch nicht zu Ende. Also es war jetzt heute ein schlechtes Spiel von uns, aber wir wollen auf alle Fälle auch in der Verzahnungsrunde jedes Spiel Gas geben. Wir werden zwar fast in jedem Spiel der Außenseiter sein, aber wir werden kämpfen wie die Löwen, dass wir auch da was erreichen können. Ja, gut, der Lucke hat noch gesagt, wir kämpfen wie die Löwen. Das ist klar, das hört sich immer ein bisschen komisch, aber wir können ja nicht sagen, wir kämpfen wie die Ratten. Also, ja, ja, auf jeden Fall, ich denke mal, wenn wir jetzt einmal ein bisschen zurückblicken, auch auf die letzte Saison, wo wir die Playoffs auch kurz verpasst haben. Und der Lucke hat es halt jetzt in seiner ersten Saison geschafft, die Playoffs zu erreichen. Ich denke mal, das ist ein bisschen ein größerer Applaus wert als wir normal. Bravo! Bravo! Und weil er das geschafft hat, ich meine, der ESC Geretsried, gerade wir Vorstände, wir machen uns natürlich Gedanken, ja, wie gehen wir weiter in die Zukunft. Wir haben uns natürlich unsere Gedanken gemacht, das ist ganz klar. Wir, die Vorstände, wir haben uns zusammengesetzt mit dem Lucky und haben wirklich stundenlang bei, also ich weiß nicht, wie viel Bier das da abgeschlossen ist. Nein, schon mal. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, dass wir mit dem Lucky verlängern. Ja, Lucky wird also weiterhin der Trainer vom ESC Geretsried bleiben und darüber bin ich sehr froh und auch sehr stolz. Danke, Lucky, für deine Verlängerung. Vielleicht magst du was dazu sagen. Ja, ich freue mich sehr. Mir macht es sehr viel Spaß hier in Geretsried. Ich muss mich bei der Vorstandschaft in erster Linie mal bedanken. Das war meine erste Tätigkeit im Erwachsenenbereich. Ich habe vorher nur Nachwuchsmannschaften trainiert und da musst du erst mal Vorstände finden, die dir das Vertrauen schenken. Und das war in Geretsried so. Vielen Dank. Dann Dank an die Mannschaft. Die haben vom ersten Tag an perfekt mitgezogen. Auch sehr gut. Dann auch ein Dank an das Team, um das Team, unsere Betreuer. Unser Co-Trainer, Torwarttrainer, was haben wir noch? Nicht, dass ich einen vergiss. Betreuer haben wir schon. Das Team um das Team einfach, das passt alles. Und die Wirtschaft ist auch gut, genau. Die Fans natürlich, genau. Ich bin überall mit offenen Armen empfangen worden. Wirklich, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich auf die hoffentlich erfolgreiche weitere Zukunft. Danke. Danke. Ja, uns freut es natürlich auch
sehr. Man glaubt es wirklich kaum, also in dem Augenblick, wo ein Trainer, so wie der Lucky einer ist, ein guter Trainer, wie schnell, dass da andere Vereine auf einen zukommen und den anderen gleich wegschnappen, das möchte man gar nicht glauben. Aber ich bin sehr stolz drauf, dass wir einen Lucky für weitere 2 Jahre haben binden können an uns. Und wie gesagt, er hat es ja selber gesagt. Und deswegen freut es mich nochmal, ich kann es gar nicht oft nur sagen, wie sehr mich das freut, dass der Lucky bei uns bleibt. Also nochmal recht herzlichen Dank. Aber nochmal zurück, um aufs Spiel zurückzukommen, wenn es noch Fragen gibt aus dem Publikum, hat jemand noch Fragen, bitte? Ja, genau, das habe ich vorher noch vergessen. Der Horvath André, der ist uns auch noch ausgefallen heute. Und der hat jetzt keine Verletzung, aber sein Sohn hat ins Krankenhaus müssen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber irgendwer war am Kopf nicht mehr beim Spiel und haben wir gesagt, er soll mit der Frau und mit dem Kind ins Krankenhaus fahren. Mit Sicherheit besser, danke. Das Outfit vom Trainer von Buchloe. Die Frage ist, dass unser Trainer das nächste Mal auch mit Fliege kommt. Ja, das, gut, ich verlange das jetzt nicht von ihm, aber vielleicht gibt es ja auch einen Grund. Na, ich komme gern so beim Spiel. Also ein Spiel ist, dass wir da das machen dürfen und dass ich mit den Jungs arbeiten darf und da Trainer machen darf, ist immer eine besondere Angelegenheit und dann ziehe ich mich gern besonders an. Ja. Das ist doch auch was.